Willkommen zu That's Not My Neighbor. Wir haben ja bereits hier auf diesem Kanal eine Folge gespielt und wir haben gemerkt, es gibt unfassbar viele gruselige Doppelgänger. Und deswegen gehen wir nochmal rein und vielleicht haben wir heute sogar das Glück, dieses seltsame Rätsel einmal zu lösen, wo dieses komische Monster kommt und irgendwas von einer 42 spricht. Ich bin sehr gespannt, gebt mir gern Tipps und Tricks in den Kommentaren. Wir gehen rein und hoffen, dass wir keinen Doppelgänger durchlassen. Wir gehen mal einmal eventuell nochmal hier in die Optionen. Ich frage mich nämlich, kann man das Spiel nicht auf schwer spielen? Ich glaube nämlich eigentlich nicht, weil das hätte ich nämlich noch geil gefunden. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann das Spiel. Das ist Record. Ah, da wird mir das nochmal alles erklärt, ne? Menü. Ja. Das war mein letzter Record. Nee, ich glaube, das kann man nicht. Okay, wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt und dann gucken wir mal. Play. Genau, Arcade Mode ist gerade der noch geht. Später gibt es noch mehr. Da bin ich schon gespannt. Wenn es Updates gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Let's go, play. Skip, wir wissen, wie es geht. Also, für alle, die neu sind, wir sind an einer Schleuse. Und wir entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Willkommen und Gratulation zu deinem neuen Job. So, wir müssen quasi aufpassen. Wir haben Nachbarn, das ist ein Wohnkomplex. Es gibt aber Monster, die haben die Möglichkeit, das Aussehen der Nachbarn fast identisch zu kopieren. Und wir müssen entlarven, ob es Doppelgänger sind oder nicht. Ansonsten sterben wir. So, wir haben hier Steven Rudd Boys. Wir haben auch hier immer eine Liste, in der sehen wir, wer heute auf jeden Fall sich angemeldet hat. Also, der Herr hier ist definitiv nicht angemeldet. Das heißt, wir nehmen erstmal hier. Es ist Steven Rootboy. Er hat sein Apartment auf dem 3. Stock, Tür 3. Er sagt, er ist ein Bewohner dieses Gebäudes und er kommt quasi von seinem Job als Pilot. Das prüfen wir gleich mal. Wir gehen gleich mal auf Flur Nummer 3 und sehen, das stimmt schon mal. Seine optischen Merkmale sind eine große Nase. Er trägt eine Brille, er hat kurze Haare und einen kleinen Kopf. Ja. Dann gucken wir aber auch gleich mal, ist das Datum abgelaufen? Weil die dürfen auch nicht abgelaufen sein. Ich glaube, das passt aber. Wir müssen uns auch die Nummer hier merken. 5658 5658 5965 passt schon mal. Was man auch machen kann, weil hier ist ja eine Telefonnummer und sein Daddy ist ja scheinbar daheim. Das heißt, wir rufen jetzt an, weil bis jetzt sieht eigentlich alles relativ clean aus. Hier ist die Checkliste, da sagen wir zum Beispiel, die ID passt, die Appearance passt. Aber er ist nicht da, er hat keine Eintrittserlaubnis, deswegen wir ihn eine Frage stellen. Ich glaube, alles ist in Ordnung. Okay, das heißt, wir rufen jetzt mal bei ihm daheim an. 4242. Ich liebe auch die Musik im Hintergrund. So. 4242. Hallo, McLooney. Rootboy is speaking. Mein Sohn ist nicht zu Hause. Ist er zurück? Okay. Das heißt, ich kann eigentlich relativ sicher sagen, dass er der Echte ist. Habe ich irgendwas vergessen? Das Jahr, wo du dich im Spiel befindest, ist 1955. Genau, das ist Ablaufdatum, dann passt's. Okay. Ich würde ihn gehen lassen. Habe ich irgendwas verpasst? Es gab doch mal so einen ganz krassen, den wir... Nee, passt. Sollen wir gehen? Soll er gehen? Ja. Was hier? Ja. Warum er nicht auf der Liste steht? Ja, genau. Also das passt, das passt. Das hat er mir nicht gesagt. Genau, warum er nicht auf der Liste ist. Ich bin heute nicht auf der Liste. Ich denke, das ist ein Fehler. Ich sollte auf der Liste sein. Oh, ich weiß nicht. Schau nochmal auf die Liste. Nee, ist er nicht. Dann frage ich ihn das nochmal. Du bist nicht auf der Liste. Ich habe doch gerade schon diese Frage beantwortet. Okay, also ich lasse ihn jetzt gehen, okay? Auf euren Nacken. Oh Gott. Okay, das ist wieder Thaddäus. Gut, also diese Nase ist einfach da. Er ist auch nicht auf der Liste, Mann! So, er heißt Roman Stilinski. Ist ja aus wie Thaddäus. Auf Flur 1 und 1. Er ist ein Bewohner des Gebäudes und er hat quasi einen Job
Er ist a public accountant. Gucken wir mal bei 1.1. Stimmt es, ja. Seine Frau ist Louis Stilinski. Appearance, große, eine große Nase, eine Narbe auf der rechten Seite des Kinnes, langes Gesicht, eine Augenbraue und trägt einen Hut. So, ist die Narbe auf der rechten Seite? Ja, ist sie. Ist spiegelverkehrt. Ja, der hat einen Zinken, du. Ich glaube, ihr kennt den Spruch alle, aber ich sage ihn jetzt nicht. So, dann gucken wir mal. 4839. 4839 2405 9684. Yo, okay, ich rufe zu Hause an. 1152. So, das, irgendwie truste ich den nicht. 1152. Ah, geil, diese Telefone mit der Telefonscheibe noch. Hallo, hier ist Lucy Stilinski. Mein Husband ist nicht daheim. Ist er zurück? Okay, dann ist er das wahrscheinlich. Aber wir fragen ihn trotzdem nochmal. ID Pass, Appearance, Entry Request ist er ja eigentlich nicht. Aber die habe ich ja schon angeschaut. Ich glaube, alles ist okay mit der Entry Request. Da sagt er halt eigentlich nicht viel zu. Ne? Da sagt er einfach nur, ich bin zurück von meinem Job. Aber, Leute, ganz wichtig, er ist nicht auf der Liste. Ich bin heute nicht auf der Liste, weil ich gehen musste wegen einem Notfall in der Arbeit. Also ich würde sagen, ist clean. Also für mich würde ich sagen, sauber. Ach, das ist unangenehm. Das ist immer wieder unangenehm. Guten Afternoon. Okay. So, Alf Cappuccin. Stock 4, House, I'm a resident of the bill. I came from a job as a lawyer. Okay. Ein Anwalt also. Huh? Kann man immer brauchen. So, hier. Also, Big Nose. Einen prominenten Mustache. Hat ein Monokel. Wears a hat. Round face. Ist es Monokel? Ist es Monokel auf der richtigen Seite? Ja, ist es. Es kann doch nicht sein, dass wir drei normale haben, oder? Hier. 1, 2. Ich guck mal kurz seine Ding an. Hier, 1, 2, 0, 5, 4, 8, 0, 9, 6, 3, 4, 7. Ich rufe die Frau an. 4258. So. Der sieht süß aus. Ja, noch. Gucken. Wenn die Frau nicht zu Hause ist. Hallo. Raftalin speaking. Mein Husband ist nicht daheim. Genau, spiegelverkehrt, sorry. Aber das Monokel ist dann richtig. Yes. Weil es ist ja auch das Bild. Das stimmt eigentlich schon. Aber er ist auch gar nicht auf der Liste. Das frage ich jetzt. Warum nicht? So, das passt. So, Entry Request hat er. Aber hier, warum nicht auf der Liste ist. Weil er hatte der Notfall, ja, die erzählen mir halt alle die gleiche Kacke. Der Hut fehlt, ja, richtig gesehen, aber hier steht, er benutzt hier Wears a Hat. Das hat er halt auf dem Bild nicht an. Also für mich ist der auch free, aber I'm not sure. Ich habe irgendwie, jetzt sind schon drei echte durch, ne? Ich habe auch immer Notfälle, ich auch. Also es sind jetzt schon drei korrekte. Also ich lasse ihn jetzt durch. Also wenn, dann war es der beste Doppelgänger, den ich je gesehen habe. Lizenz des Ausweises ist nicht abgelaufen, nee. Also besser kann man es dann, ist der Name Alf Cappuccin, stimmt auch. Also, ja komm, wir machen uns gerade alle nur verrückt. Mann, die sind alle voll gut. Was ist das? Ist das Hardcore-Modus oder was? Albertski Peachman. Okay. Ich frage jetzt erstmal nach seiner Entry-Request. Tut mir leid, die habe ich vergessen. Okay. Hier. Er kommt nach Hause von seinem Job als Schuhmacher. So, Albertski. So, ist der drauf? Der ist drauf. So, guck mal, was hier abgeht. Flur 1, 2. Guck mal die ID an von ihm. Vielleicht stimmt da ja irgendwas nicht. So. 1465. 14. Ist auch nicht abgelaufen. 1465.
1298 6354 6354. Okay, Shoemaker, hat ein Mustache, prominentes Kinn, eine große Nase, Augenbrauen, Long Face. Das passt halt eigentlich schon, ne? Ich ruf mal an. Ne? 2668. Wisst ihr, an was mich so diese Charaktere erinnern vom Stil? An Hey Arnold. Hey Arnold, Henry the Golden Kid. Arnold. Hello, Robertski Peachman speaking. My brother is not at home. Okay, ist nicht daheim. Es kann doch nicht sein, dass wir vier Leute hintereinander haben, die nichts von uns wollen. Also, der passt, ne? Oh, ich hab Angst. Ich hatte noch nie vier hintereinander. That's what she said. Okay, dann lass ich den jetzt rein. Oh Gott. Was kommt jetzt? Good afternoon. Okay, an dem ist doch irgendwas sus, oder? Hey, der sieht auch. Das kann doch nicht sein. McLoy und der ist nicht drauf. Das ist doch 100 pro einer. Der, so. Also erstmal fehlt mir die Entry Request. Oh, die habe ich vergessen zu zeigen. So, I'm a resident of the building. I came from doing the shopping. Oh, das ist doch sus. Welcher Mann kauft denn schon freiwillig ein? Wir haben ihn! So. 9645. 9645. 1618. 4611. Okay. McLoy Root Boy. Root Beer. So. Has my mustache, eine große Nase, has a goatee, smokes always, wears a hat. Er hat kein Hat. Der hat keinen Hut. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich rufe jetzt noch dort an. Der hat keinen Hut. So, 4242. Der wird's uns sagen. Ja. Ein Hutrücker und ein Hut, sehr verdächtig. Stimmt. Hello, Steve is speaking. My father and I are in the apartment right now. Okay, ja. Yeah. We are not expecting any visitors. Wusstest du, dass dein Vater einen Zwillingsbruder hat ohne Hut? Okay, lassen wir durch. Okay, also es ist also ein Emergency. 3313312. Don't call it. Ah, stimmt. Ups, sorry. Ich muss erst den Emergency-Button drücken. Okay, sorry. 3312. Er hat mich impostert. Ja. Sehr gut. Das passiert übrigens in der Red Bull Lounge immer auf der Gamescom auch. Wenn Leute eintreten wollen, dann werden die so infiltriert. Sehr schön. Die wisst ihr, was ich aber cooler finden würde? Wenn da hinten noch Blut wäre, dass du wüsstest, die wurden so eliminiert. Du kannst ja auch Nachbarn töten, ne? Eigentlich müssen wir mal eine Runde machen, wo man nur Doppelgänger reinlässt und die Nachbarn alle killt. Good afternoon. Okay, Gloria Smitsch. Girl, ich brauche deine Entry Request. Oh ja, ich vergessen zu zeigen. Ich bin Resident of the Building. Sie ist, sie ist Bankerin. Okay, let's go. Die ist heute auch erwartet, aber ihr Muttermal muss auf der gleichen Stelle sein, wie ich es will. So, das heißt, sie lebt bei 2 auf 1. So, ihre Nummer ist 6985. 6985, 2234. Ups. 2234. 155, das passt auch. Ja. So, rundes Gesicht, einen Muttermal auf der rechten Backe, kurze Haare, runde Nase. Passt eigentlich, weil es auf der rechten Seite ist, ist spiegelverkehrt. Ich rufe trotzdem mal an, denn ich bin vorbelastet. 5123. 5123. Aber es sieht gut aus.
Hallo, Arnold Smith speaking. My wife is not at home. Okay. Ist sie zurück? Nein, sie wird sterben. Emergency Button. Okay. Dann alles gut, oder? Oh, die gute alte Wählscheibe, ne? Ich habe damals auch noch auf Schreibmaschine geschrieben und hatte eine Wählscheibe daheim. Sie ist clean. Ich glaube, sie ist clean, ne? Let's go, girl. So, lass mal gucken. Hallo. Oh, die sagt einfach nur Hallo. Das ist aber, das ist sass. Okay, erstmal brauche ich wieder Entry Request. So. Also, Illinois Swerzt auf 1-4. Mein Apartment ist auf dem the fourth in the first floor. Ja. So. So, sie sagt, sie ist Illinois, ne? Also 8435. 84. Oh, das stimmt ja schon nicht, oder? Doch, 8453. Ja. 23014. 956, ja. Nicht abgelaufen, aber jetzt gucken wir mal, da muss man nämlich aufpassen. Ihr Muttermal ist auf der linken Backe. Sie hat eine kleine Nase, sie ist schlank, langen Hals und sie hat einen Zwilling. Auf der linken Seite passt, das sieht für mich eigentlich alles passend aus, aber sie ist nicht erwartet. Der Muttermal ist richtig, es ist spiegelverkehrt. Checkliste. Du bist nicht auf der Liste heute. Okay. Sie hat natürlich mal wieder einen Notfall gehabt. Ich rufe mal ihre Schwester an. 6996. So, ich hoffe, die ist daheim. 996. Was? Wen rufe ich denn jetzt an? Ah, okay, ihre Schwester. Na, okay, die ist nicht daheim. Aber wir müssen bedenken, die Zwillingsschwester ist jetzt schon zu Hause. Wenn jetzt also nochmal eine Zwillingsschwester kommt, können wir die direkt kicken. Also dann muss ich sagen, ist doch alles ready to go, oder? Kann ich ready to go machen oder muss ich irgendwie noch Angst haben? Ich glaube, ich kann sagen... Ja. Okay. Let's go. Sorry, zu spät, ist schon durch. Hallo. Okay. Der ist erwartet. Dr. F. Afton von Five Nights at Freddy's. Sieht auch aus wie Freddy Bear, ne? Also, I came from a job as a psychiatrist. Also, Psychopath. Therapeut. So, 3, 1. Eine robuste Augenbrauen, trägt Brille, hat kurze Haare, runde Nase, Square Head. Runde Nase. Ich will erstmal deinen Ausweis, Bro. Hier ist meine ID. Oh. Hier, Dr. F. Afton, 9656, 9656, 241, ja. Nicht abgelaufen. Ich rufe daheim an. 1425. 1425. Irgendwas, worauf ich nicht geachtet habe, Leute? Mia ist hier. Mein Verlobter ist nicht zu Hause. Bre, also eigentlich passt das alles, ne? Also ist alles richtig? Ja. Hä? Können Sie bitte die Tür öffnen? Krass, dass so viel passen, ne? Eigentlich hast du so viel Doppelgänger und das ist eine schwierige Runde. Vor allem, wenn es jetzt irgendein Doppelgänger ist, kann ich nicht sagen, wie ich die hätte identifizieren sollen. Ich habe diesen Menschen hier noch nie in meinem Leben gesehen. Soll es eine Mischung sein aus Thaddäus und aus, Wo waren die denn? Wo ist denn nochmal Thaddäus?
Thaddäus war hier, hier, aus denen. Ah, oh, geil. Das ist aber nicht richtig, mein Freund. Aber okay, wir gucken mal, was er uns erzählen will. Wer bist denn du überhaupt? Reftilin Cappuccino. Ist ja übelst der Fake. Hier, ich bin eine Bewohnerin. Ich bin raus, um meine Eltern zu besuchen. Das ist halt komplett wrong, einfach nur. Und vor allem, ach so, die soll das sein. Ach, witzig, die ist mir noch nie aufgefallen. Ja, sorry, aber die Augenbrauen, Madame, wo waren sie denn? Nee, I'm sorry. Aber wir gucken mal, wie gut er lügen kann. So, sie sind ja not on the list. Nee. Oh, ich bin nicht auf der List. Oh, das muss aber ein Fehler sein. Bitte schauen Sie nochmal. Schauen Sie nochmal auf die Liste. Außerdem habt ihr recht, sie war auch vorhin am Telefon. Okay, Girl, sorry. Die Augenbrauen gehen gar nicht. Weißt du, du bist in so einem Club und auf einmal geht so eine Luke runter. Thaddäus' Frau. Okay. Alles clean, Mann. Let's go. Gut, ich kann meinen Job weitermachen. Sehr schön. Danke. Ja, so ein bisschen Blut wäre schon nice. Das Blutspritzer brauche ich. Okay. Hello. Margaret Bubbles. Die ist sogar auf der Liste. Aber wir gucken erstmal, irgendwie wirkt die doch sus. Hier. Curly hair. Lockiges Haar. Deviated left eye. Round nose. Big smile. Das left eye passt eigentlich auch. Denkt dran, spiegelverkehrt. Und die, das ist auch nicht abgelaufen. 1032. 1032. 6801. 68. 1, 4, 5, 6, 0. 4, 5, 9, 0. Okay, das passt ja eigentlich alles. Wir sagen mal, sie ist raus wegen ihrem Job. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich rufe trotzdem. Ah, ich kann niemand anrufen. Doch, ich kann anrufen, wenn man daheim ist. 6, 4, 3, 1. 6, 4, 3, 1. Wenn jetzt Marco dran geht, drehe ich durch, weil dann ist es wirklich der beste Doppelgänger. Okay, Glück habt. Da hatten Sie noch mal Glück, Madame. Okay, dann glaube ich, die ist ready to go, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Manchmal macht man so Leichtsinnsfehler. Es ist die Mrs. Devire aus Little Britain. Ist es so? Okay, Sie dürfen gehen. Und zu. Ihr müsst auch immer wieder die Tür zumachen, ne? Sonst laufen die euch einfach alle durch. Ich finde es so geil mit dem Sound und allem. Arnold Smitsch. Abgelaufen. Brauche ich gar nicht weiter kontrollieren, oder? Date ist abgelaufen. Das hatte ich jetzt das erste Mal. Bedeutet direkt raus, ne? 201. Ich rufe mal an. 5123. Vielleicht finden wir es dann so auch raus. So. Der war auch daheim. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ja, okay. Krass, aber vom Optischen her perfekt getroffen, ne? Perfekt getroffen. Sorry, Bro. So. 3, 3, 1, 2. So. Kill him! Bitte holen Sie Ihr Kind vom Spielparadies ab. Bitte holen Sie. Dankeschön. Sauber. Geil. Kann man den Cleaner auch töten? Hm, interessanter, perverser Gedanke. Aber ich glaube leider nicht. Ich glaube, der geht dann immer. Können wir gleich mal probieren. Oh mein Gott. Peach Peach. Hä, was habe ich denn jetzt bekommen? Hä, was ist denn das Ekliges? Peach, Peach, Peach. Das ist eine Andeutung auf meinen Arsch, aber nein. Hier, der Name ist Peach, der letzte Name ist Peach, Apartment Peach, Reason. Peach, 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 Peach. Okay, ist voll zulässig. Okay, kann ich, wieso habe ich jetzt gerade eine Eroberung bekommen? Sie sind nicht auf der Liste, ich frage den mal was. Ihre ID stimmt nicht.
Alter, das ist gruselig, ne? Scheiße. Okay, nein, nicht aufmachen. Nein, oh Gott. Ich kann ihn keine Fragen mehr stellen. Ich muss Emergency jetzt suchen. Ist der gruselig gewesen. Peach, 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 Peach. Pikachu. Ja. Cleaning Protocol ist erledigt. Du könntest ihren Job weitermachen. Dankeschön, mein Freund. Mega! Der war doch gerade schon da. Eins, zwei. Ja. Aber krass gefaked. 1, 4, 6, 5, 1, 2, 9, 8, 6, 3, 5, 4. Krass, ja, der war schon da. Sorry, bruh. Dann, goodbye. Vor allem, ich hätte keinen Bock, in einem Distrikt zu wohnen, in dem es sein könnte, dass ich aus Versehen getötet werde, weil die Person sich irrt, dass ich dann doch kein Nachbar bin. Boah, jetzt kommen aber viele, ne? Seine ID. Oh, seine ID hatte kein Ablaufdatum. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Und? Doppelgängers gefangen. 5. Keine Nachbarn getötet. Doppelgängers, die ich alle reingelassen habe. 0. Geil. Rang. Yes. Wir machen nochmal. Sollen wir mal Nachbarn töten? Wer will das nicht? Okay, wir gucken mal, was noch so geht. Was passiert, wenn man die reinlässt? Oh mein Gott, das ist einfach nur furchtbar. Sollen wir mal eine Runde machen, wo wir die Doppelgänger alle reinlassen, die Nachbarn alle töten? Ich brauche mal die ID, mal gucken, ob er mir das gibt. Nee, der gibt mir die nicht mal. Okay. Gut, dann lassen wir den jetzt rein. Ach du Scheiße. Okay. Guten Afternoon. Mia Stone. Okay. Ist die auf der Liste? Ja, die ist auf der Liste. Wohnt in 3, 1. Long hair, small round nose. She has freckles, overall face, thin eyebrow. Das passt doch alles schon mal. 7, 8, 9, 5. So, 7, 8, 9, 5, 6, 4, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 5, 1, 1, 5. Ablaufdatum, yes. Sie ist auf der Liste. Aber ich würde sagen, das passt mir heute leider nicht. Sorry, aber die Lippen waren sass. So große Lippen hat kein echter Mensch. So, was sagt er jetzt? Cleaning Protocol. Ach, die juckt es gar nicht, ob das stimmt. Die clean einfach. Okay, die vertrauen mir. Super, danke. Ruf einmal 666 an. Okay, mache ich gleich mal. Okay, Girl. So. Nee. Was ist mit der 4-2? Die ist auf jeden Fall auf der Liste. Das ist die Nasha Mikaeli. 78965. Girl, ich brauche deine Entry Request. Ja, ja, ja. So, 2 und 4. So, 78965, 3665, 3665, 413. Ja, passt. So. Linkes Auge ist blau. Das linke ist blau. Dann ist falsch. Linkes ist blau und das rechtes ist blau und das linke ist grün. Das ist falsch.
oder? Nee, es passt. Passt, sorry. Rechtes blau. Ja, passt. Sorry, ist spiegelverkehrt. Das machen wir ein bisschen. Ich bin mein erstes Mal durch meine Farbprüfung gefallen, weil ich Rechts-Links-Schwäche habe. So. Curly hair, she has freckles, round face. Okay, dann wird es wahrscheinlich die echte sein. Sorry, girl, not today. 3, 3, 1, 2. So, heute kommen in den Club nur komische Menschen. Heute ist die Stranger Night. Thema verfehlt. So, wen haben wir denn jetzt? Der sieht doch schon komisch aus. Das sehe ich doch jetzt schon, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Die Augen, irgendwas, der sieht aus wie ein... Wieso gibst du mir nicht deine ID, Kollege? Oh, sorry, du hast vergessen. Bist du irgendwie nervös? Mhm. Und ich brauche deine Entry-Dings. Oh, sie vergessen zu zeigen. Tut mir leid. Okay, er ist ein Reporter. 2-2. Nee, da passt doch irgendwas nicht, ne? Ich wusste es doch. Die Augen und so sind doch viel zu klein. Irgendwie wusste ich doch, dass was mit dem nicht stimmt. Hast du was machen lassen? Nein, die Augen sind zu klein. Big Eyebrows, Big Smile. Oder? Das sieht doch anders aus. Sind die Augen, oder? Die Augen sind anders. Oder? Und das Gesicht? Also das ist auf jeden Fall nicht der echte. Doppelgänger. Rein mit dem! Danke dir! Bären sie uns wieder! Oh, der schon wieder! Sie waren doch schon mal da. Sie haben den Zwillingsbruder mitgebracht. Das ist aber schön. Ich brauche aber erstmal ihre ID. Haben sie nicht? Ach so, okay. Hm, können sie mir dann vielleicht den Grund nennen, warum sie unbedingt heute hier rein wollen? Ja, ja, das verstehe ich, ne? Stress mit der Frau. Okay, sie dürfen durch. So schrecklich, wenn du selber verantwortlich bist für deinen Tod. Mhm. Das ist also der Robertski Peachman. Der wohnt in 1-2. Robertski Peachman. 1-1-4-6-5. 1-1-4-6-5. Nicht abgelaufen. 2-2-8-9-7. 2-2-8-9-7-3-0. Der ist sogar, glaube ich, auf der Liste heute. Mhm. Ich rufe mal an. 2668. 2668. Hallo, Albertski speaking. Mein Bruder ist nicht zu Hause. Okay, er wird auch nie wieder nach Hause kommen. Es ist ein Emergency. Vielleicht schicke ich ihm gleich einen neuen Bruder hoch. Oh. Yo, yo. Vielleicht gibt es ja einen neuen Bruder gleich. Mögen wir nicht. Dankeschön, ich mache meinen Job doch sehr gewissenhaft, finden Sie nicht auch? Wäre voll interessant, wenn du mit den vielen Löchern im Mund anrufen könntest. Ja, das wäre geil. Oh, stimmt. Good afternoon. Geiler Punkt. Lass mal gucken, ob der rangeht. Das wäre ja ein geiles Gadget. Warte mal. Das wäre ein geiles Gadget. Das wäre richtig cool, wenn das der Programmierer oder Programmiererin bedacht hätte. Hier. 4242. Das wäre genial, wenn der rangeht. Aber die wollen ja mich umbringen, ne? Aber das wäre cool. Hello, Steven speaking. Mein Vater und ich sind hier im Apartment. Es ist jetzt der Doppelgänger. Du hast aber zwei Väter jetzt. Mhm. So, Gloria Smitsch. 2-1. 6-9-8-5-2-2. 6-9-8-5-2-2-3-4-1-1-5-0. 3-4-1-1-5-0. So, rundes Gesicht. Mutter mal auf der rechten Backe. Kurze Haare, rundes Gesicht. Sieht doch alles sehr vielversprechend aus, die liebe Dame. Ich rufe vorsichtshalber nochmal bei ihrem Ehegatten an. 5-1-2-3, um sicher zu gehen. 1-2-3.
Hallo Arnold, Smitsch ist hier. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ist sie zurück? Nein, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie ab heute Witwer sind. Emergency! 3, 3, 1, 2. Mann, so viel Doppelgänger heute. Ich hab doch gesagt, heute ist Stranger Night. Oh, was ist denn das? Der Button sieht so special aus. Weg damit! So. Können die Leute nicht lesen? Ich sehe halt so strahlend aus. Das ist aber lieb. Ich bin ultra müde. Und erschöpft. Hallo. Oh, what's the meaning of life, the universe and everything else? Da müsst ihr mir jetzt helfen. So, das ist jetzt 42, ne? War das 42? Ja, so. Das ist korrekt. Was ist das? So, what is the scientific name of the Australian animal that are drastically change its appearance when removed from its natural habitat? Was ist das? Letztes Mal war es Chamäleon, das war falsch. Weiß jemand Peach? Oh, Peach wäre interessant. Weiß jemand die Antwort hier? Zu 100%. Der Psychrolotus marcidus. Ernsthaft? Also wissenschaftlicher Name von Chamäleon. Soll ich das probieren? Oder weiß jemand, was es ist? Okay, ich probiere es mal. Oh Gott, hoffentlich stimmt es, Leute. Schön am Backseat Gaming ist, man kann am Ende immer sagen, okay, ich probiere es. Oh, das passt gar nicht rein, ne? Doch. Glaubt ihr, das stimmt? Das ist richtig! Oh! What is the name of the only sport that allows you to punch your opponent in the face because they capture a piece? Was ist der Name des einzigen Sports, das es dir erlaubt, deinen Gegner ins Gesicht zu schlagen, weil... Because they capture a piece, weil sie etwas erhalten. Chessboxing, 100%. Chessboxing. So. Oder nur Boxing. Nur Boxen? Was ist denn Chessboxing? Okay. Das ist richtig. Oh. At least, how many times do you have to fold a, oh Gott, 0,91 Millimeter dickes Papier to cover the distance between the Shire and Mordor? Was? Ach, Boxschach. Wenn du den Gegner eine Figur schlägst, kannst du ihn boxen. Ach, witzig. Was ist denn das? 38 Mal, sagt ihr. Woher wisst ihr das denn? 42 oder 38? Und woher wisst ihr das? 38 oder 39? Könnt ihr mal googeln. Ich will jetzt nicht die letzte Frage verkacken. Es muss ja irgendwann gemacht haben, oder? Wie oft kann ich ein 0,01 Millimeter dickes Papier quasi falten? 38. Ich gebe jetzt 38 ein. Oh Gott. Ja, danke Leute, ihr seid toll. The key is hide. Oh, kann mir den Key aufschreiben? Ah, hier ist the key is hide. Hier ist ein Key drin. Okay. Oh Gott. Ist wahrscheinlich irgendeine Frage, ne? Uranus. Uranus? Wie kommt ihr auf Uranus? Okay. Aber wie kommt ihr da drauf? Könnt ihr mir das kurz erklären? The key is hide. Wie kommt man da drauf? Die Dicke ist egal, du kannst es immer nur so oft falten. Ah, okay. Und wie kommt ihr auf Uranus? Ich würde es gerne verstehen. Bitte? Ah, Videos auf YouTube. Google. Ja,
hat einfach nur gegoogelt, aber ich will das doch verstehen. TikTok hat es mir gezeigt, wie geil. Aber ich möchte das verstehen. Erklärt mal, wie habt ihr hier den Key rausgefunden? Uranus, wie kommt denn der Uranus raus? Muss ich vielleicht die Zahlen oder die Buchstaben, die da sind, die zum Beispiel Q, gibt es dreimal? A, B, C? Nee, das passt schon nicht. Dezimal und Fang. Weiß nicht, einfach Uranus. Okay, dann erklärst du bitte in den Kommentaren. Das ist korrekt, das ist ja irre. According to FSM, global warming is a consequence of the fact that science in the 19th century the number of degrees, also wie hoch quasi die globale Erwärmung war. Das werdet ihr wahrscheinlich auch wieder alles wissen, ne? Auf Pirates. Okay, ihr wisst direkt schon, ne? Ey, das ist so geil. You managed to answer all of my questions correctly. Congratulations, you have earned my badge. Oh, geil. Alles mit Backseat Gaming. Ich sag ja, die Kraft des Backseat Gamings. Goodbye. Okay, was kann ich mit dem Badge jetzt machen? Ist einfach nur ein Geschenk. Ich sag ja, die Kraft des Backseat Gamings. Macht des Backseat Gamings. Macht auf Ease, ist ekelhaft. Die hat da Arme. Entschuldigung, aber ihre Pickel haben sich verselbstständigt. Ich frag sie mal, was mit ihrer Appearance los ist. Meine Erscheinung? They are my arms like the arms of a normal human. Das sind die Arme wie einem normalen Menschen. Wie witzig. Ich würde gerne mal sehen, wie ihr Ausweis aussieht. ID bitte. Wieso haben sie denn meine ID? Ich habe sie gegessen. Sie dürfen rein. Sie sind mir äußerst sympathisch, Girl. Geil. Oh mein Gott. Hallo, es wird immer schlimmer, es wird immer cursed. Was ist denn mit dir passiert? Wo ist deine Nase? So, dann kommunizieren wir doch mit unserem Freund einmal. Gucken wir jetzt erstmal die ID an. Das sieht der halt einfach ohne Brille, ne? Augenbrauen wegrasiert. Ich frage ihn mal, was mit seiner Appearance los ist. Mein Gesicht? Es ist ein normales Gesicht, wie ein durchschnittlicher Mensch. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ne? Wenn wir weiter alle so rumoperieren, wahrscheinlich bald schon. Sie sind nicht auf der Liste. Ich bin nicht auf der Liste? Das muss ein Fehler sein. Ich sollte auf der Liste sein. Okay, also ich würde sagen, Bro, let's go. Bräh. Hello. Also irgendwie sind doch die Haare viel zu wild, oder? Oder sind die immer so? Sind die Haare bei der immer so? Sie sagt, sie ist bei 1,1. Nee, die sieht ja komplett anders aus. Erstmal brauche ich ihre ID. Meine ID? Was ist das? Okay. Was ist mit ihrer Appearance los? Meine Haare? Sie sind wie immer. Stimmt, Haare wachsen ja. Sie dürfen durch. Okay. Guten Afternoon. Okay, der ist drauf. Ich habe fast das Gefühl, dass er der Richtige ist. Er ist in Flur 3-3. So. Das ist einmal. Hat er einen Bart, eine große Nase, eine Ziege Bart. Er raucht und hat immer ein Hat an. Das sieht alles schon mal sehr gut aus. 964516. 964516184611184611. Jep, 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 jep. Passt. War vom Shopping und er ist auf der Liste. Und da würde ich sagen, rufen wir jetzt nochmal an. 42424242. Eigentlich müsste der doch jetzt sagen, dass sein Vater schon da ist, oder nicht? Hat er das vorhin nicht auch gesagt? Hallo, Steven speaking. Mein Vater und ich sind im Apartment. Aber Moment mal. Moment mal. Sind jetzt oben die Doppelgänger? Weil wir haben ja zwei durchgelassen. Oder ist er jetzt auch ein Doppelgänger und ich check's jetzt dadurch? Weiß es jemand?
Also sind die Doppelgänger schon oben und das ist jetzt der richtige Vater? Weil da sind ja eigentlich schon zwei Doppelgänger oben. Also wenn man Doppelgänger reinlässt, gehen die auch in die Räume. Jo, müssten oben der Doppelgänger sein eigentlich. Das ist der echte, also raus mit dem. Die sind oben. Da kommt so der echte Vater nach Hause. Okay, sorry, Bro. 3, 3, 1, 2. Der hat jetzt 3 Väter. Nee, jetzt machen wir wieder 2 draus. Wird mir zu viel. Ja, lässt ins Apartment. Okay. So, super. Dankeschön. Heute ist Stranger Day. Wer das jetzt irgendwie falsch versteht, muss sterben. Ich sehe gleich schon die Augenbrauen, stimmen nicht. Die Eyebrows are not correct, my friend. I see this. Ich glaube aber, lustigerweise, bei ihr 3, 1. Wenn ich jetzt hier anrufe, dürfte eigentlich entweder keiner rangehen oder er geht ran und sagt, seine Frau ist nicht da, weil die echt habe ich ja getötet. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Überleben 2 Bewohner plus 2 Doppelgänger. Ah, Überlegung. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ah, okay. Nee, die kommt gleich. Die sieht ein bisschen anders aus, verhält sich auch anders, aber alles gut. Sie dürfen. Enjoy your day. Good afternoon, my friend. Hope you are good. So. Okay, da gucken wir mal hier. Alf, Cappuccino. Er sagt, er lebt. 3, 4. So. 1, 2, 0, 5, 4. 1, 2, 0, 5, 4. 8, 0, 9, 6, 3. 8, 0, 9, 6, 3, 4, 7. Okay, was ist denn hier so? Eine große Nase, prominente Mustache, User. Ah, er trägt immer einen Hut, ne? Er hat keinen Hut. Sie dürfen. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn man wie bei dem Spiel Welcome to the Game dann Schreie hören würde. Ach, scheiße, wir sind so. Wir haben es ja richtig verkackt, ne? Level Summary. Jetzt bin ich gespannt, zeig mal. Doppelgängers gefangen, 0. 5 Nachbarn getötet. Doppelgänger, you are loud in 7 waren's. Oh. Das war's, was war das für ein Rekord? Oh, hier gibt's Rekorde. 1B. Das war die schlechteste, deswegen. Da gibt's verschiedene Achievements. Ach, wie lustig. Geil. Geiles Game. Ich mag die Musik, ich mag den Stil. Ich find's richtig cool. Was ich jetzt noch geil finden würde, wenn jetzt noch mehr Doppelgänger kommen würden, man mehr prüfen müsste, man auch so ein bisschen mehr die Auswirkungen finden würde. Wenn ich zum Beispiel jetzt Doppelgänger in das Zimmer lasse, dass die dann schreien oder so oder dass irgendwas passiert, mehr mit den Nachbarn selbst. Ich finde es übel geil, wenn gruselige Nachbarn kommen, dass es mehr gruselige Doppelgänger gibt und die zum Beispiel vielleicht auch während man sie anschaut mit einem Auge zucken, also dass vielleicht noch so Animationen dazu kommen oder dass irgendwie so ein Auge sich wegdreht. So, das fände ich noch richtig, richtig geil. Genau, Anomalien war es, genau. Ja, ich würde sagen, wir haben eine S und eine F. Das ist doch super. Schreibt mir gerne weitere Sachen in die Kommentare, was es über das Spiel zu wissen gibt, was wir nochmal testen könnten. Ob es vielleicht ein Update gibt, weil es soll ja neue Levels geben. Werde ich auf jeden Fall direkt spielen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Kommen demnächst übrigens auch wieder mehr Story-Games. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/nu-live.